Tja, wie ihr seht, ich gucke gerade ein bisschen Fernsehen. Übrigens, herzlich willkommen zu meinem nächsten Vlog. Und ich gucke gerade einen Vlog, nämlich mein erstes Vlog, wo ich am Frankfurter, dieses Schallquelle da ausmachen, wo ich am Frankfurter Flughafen war und wo ich ein bisschen Planespotting gemacht habe. Und ehrlich gesagt, naja, also eigentlich muss ich nicht unbedingt zum Frankfurter Flughafen fahren, um dort Planespotting zu machen. Das könnte ich sogar tatsächlich hier auch in der Nähe machen. Da ist allerdings nicht so viel Flugbetrieb, aber immerhin, wir haben hier einen eigenen Flughafen und eigentlich wäre das mal der Plan für heute. Gute Idee. Ich glaube, das machen wir in diesem Video. Los geht's! Leute, ich laufe mal wieder zur Bushaltestelle und ja, es geht quer durch das Stadtgebiet sozusagen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich habe ja immer noch dieses tolle 9-Euro-Ticket und wer weiß, wann ich dieses Block hochlade. Was für ein Krach hier. Ja, wir haben noch Sommer, ne? Also es kann sein, dass es auch irgendwann mal später online geht. Ich habe keine Ahnung. Und ja, deswegen das 9-Euro-Ticket muss ich da noch ein bisschen ausnutzen. Also, jetzt geht's in die Öffis. Leute, 20 vor 12 und ich muss jetzt noch einmal umsteigen und zwar jetzt ein letztes Mal in einen Bus und zwar mit der Linie Nummer 47 und da oben steht schon, wohin es geht. Calden Flughafen. Ja, ich bin hier im schönen Nordhessen, wie der ein oder andere ja weiß und zwar ist das der Flughafen Kassel-Calden. Seines Zeichens ein vollwertiger Verkehrsflughafen. Ist auch in den letzten Jahren immer wieder mal ein bisschen in der Kritik gewesen, ob dieses Projekt sich überhaupt lohnt. Es ist mir in diesem Video äußerst wichtig, dass wir das Projekt neutral behandeln. Und ich bin natürlich als doch schon ein bisschen Luftfahrtbegeisterter schon froh, dass es dieses Projekt hier gibt, obwohl ich es bisher noch nicht genutzt habe. Wir können natürlich jetzt auch nicht so super viele Flugbewegungen dort erwarten. Dennoch, laut Plan soll es heute am Nachmittag ich glaube, zwei Abflüge und eine Landung oder umgedreht geben, aber das sehen wir dann gleich. Ich würde sagen, da hinten kommt schon mein Bus. So, live im Bus. Ich weiß nicht, er fährt jetzt noch 20 Minuten oder so. Und irgendwie ist das eine Buslinie, mit der bin ich noch nie gefahren, ehrlich gesagt. Und so gesehen ist das 9-Euro-Ticket auch mal nicht schlecht, weil man lernt den öffentlichen Personennahverkehr auch mal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Ja. Das Wetter ist schön, zu Hause geht nichts. Kann man auch durchaus mal ein bisschen Bus und Bahn fahren. Nächste Haltestelle. Terminal. Next stop, Calden Terminal. So, herzlich willkommen am Kassel Airport. So Leute, jetzt haben wir es 10 nach 12. Und ich bin natürlich nicht unvorbereitet hierher gefahren, weil wenn man schon einen Flughafen besucht, wo leider noch nicht so viel Flugbetrieb ist, ich persönlich hoffe ja immer noch drauf, dass man von hier aus mal irgendwie so Städtereisen machen kann. Also mal ein Wochenende nach London jetten fände ich zum Beispiel ganz toll. Bis vor ein paar Jahren hätte ich mir auch tatsächlich mal Moskau vorstellen können. Oder es gibt so viele andere Destinationen. Ein großer Hub wäre natürlich auch toll, von wo aus man weiterkäme. Aber das sind alles Wünsche. So, jetzt müssen wir mal gerade hier auf dem Smartphone gucken. Ich habe mir nämlich rausgesucht heute,
Um 12.50 Uhr gibt es eine Ankunft aus Heraklion mit dem Flug SR 4561. Um 13.35 Uhr gibt es einen Abflug nach Rhodos Paradisi mit dem SR 4800. Ist natürlich trotzdem die Frage, ob es jetzt eine gute Idee war, bei heute, wo es angeblich 36 Grad werden sollen, zum Flughafen zu fahren, hier in der knallen Sonne. Ja, das ist doch mal ein entspannter Flughafen, Mensch, Leute, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Herzlich willkommen in diversen Sprachen. Naja, ich würde sagen, ich laufe mal los. Wo die hier da hinten die Landebahn gebaut haben, das war seinerzeit die größte Erdbaustelle Europas, wenn ich mich recht entsinne. Aber es ist doch immer schon wieder was Interessantes, wenn man mal so einen, ich will jetzt nicht sagen Provinzflughafen hat, aber mich erinnert das auch bei meinen ganzen Reisen immer. Man startet irgendwie in Deutschland erstmal bei einem großen Hub, ja, dann steigt man mal in Dubai oben, auch ein großer Hub, ja, dann fliegt man weiter. Irgendwie von Dubai geht es dann, was weiß ich, sagen wir mal nach Auckland und von Auckland in Neuseeland geht es dann nach Christchurch und dann ist das so ein kleines Flughäfchen, ja. Also, man, und auch das Fluggerät wird im Laufe der Reise immer kleiner. Erst so A380, eine 777, ja, und dann zum Schluss so eine, weiß ich nicht, so eine Embraer City Hopper oder sowas. Das ist schon immer ganz lustig, ja. Ja, man kann schon viel erleben im System Flughafen auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss irgendwann auch nochmal ein Video machen mit Reiseerinnerungen. Was ich überhaupt alles im System Flughafen schon erlebt habe. Ich glaube, da gibt es auch so die ein oder andere Geschichte zu erzählen. Naja. So, da unten ist das Terminalgebäude und hier gibt es jetzt einen Infopoint. Da laufen wir jetzt mal lang. Von da aus hat man nämlich eine halbwegs nette Sicht offensichtlich. So auf die Startbahn. Wir haben ja nur eine von dem Ding. Und dann nicht zu vergessen, vielleicht noch ein bisschen Sunscreen. Nichts sagen, aber irgendwie kommt gerade so ein bisschen Reisefeeling auf. Also die Kombination aus Flughafen, Hitze, Sonne, kommt mir gerade vor, als wäre ich jetzt hier irgendwo im fernen Ausland. Ich weiß es auch nicht. Ist natürlich nicht zu vergleichen hier mit dem ersten Vlog, wo ich in Frankfurt war. Und ich fahre natürlich jetzt nicht alle Flughäfen Deutschlands an. Das ist jetzt mal so die Ausnahme. Frankfurt und hier in Nordhessen, weil in der Nähe. Aber halt mal Bock drauf, ne? Willkommen in Kassel-Calden, würde ich sagen. Ja, die ist jetzt gerade eben aus Heraklion gelandet, ein paar Minuten früher. Und sie geht jetzt wieder raus um 13.35 Uhr, dann aber nach Rhodos Paradisi, wie ich schon angekündigt hatte. So lange warte ich natürlich jetzt hier noch. Aber im Moment steigen erstmal die ganzen Passagiere alle aus. Das kann also noch einen Moment dauern. So, bin jetzt gerade noch mal ganz kurz hier von dem Infopoint runtergelaufen. Und von hier aus hat man nämlich auch noch mal eine schöne Sicht auf die Maschine, wie sie auf dem Vorfeld steht. Und ich glaube, jetzt steigen auch schon wieder die nächsten Passagiere ein. Ja, den Abflug von der Maschine schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Und ich glaube, ich habe da sogar noch einen im Petto. Ein Bekannter von mir, der ist von hier aus mal, ich glaube, das war im Jahr 2014, nach Mallorca geflogen. Wie gesagt, Warmwasserziele von hier aus zu erreichen, ne? Und der hat doch sicher nichts dagegen, wenn ich mal seine Videoszene hier einspiele, um zu sehen, wie sieht denn das eigentlich so aus, wenn man von Kassel-Calden auch abfliegt. Meiner Meinung nach ist das sehr schön, weil das alles hier sehr ländlich geprägt ist und ich glaube, er hatte damals auch geiles Wetter. Das heißt also, das haben wir natürlich jetzt hier auch, das heißt, die Videoszene könnte jetzt eigentlich auch schon fast so sein, als würde ich jetzt selber damit abfliegen. Schauen wir uns dann gleich im Anschluss nochmal an. Yeah, I can't give up this feeling. Gotta get my life.
es doch immer wieder schön, das Fliegen, diese Beschleunigung, diese Gehkräfte, wenn man dann irgendwie in den Sitz gedrückt wird und so das Fahrwerk so langsam, aber sicher dann den Bodenkontakt verliert. Naja, das ist, glaube ich, die Faszination Luftfahrt. Und vor allem, dass man nach einem möglicherweise langen, langen Flug in einer wirklich völlig anderen Welt ankommt. Ich finde das immer total klasse. Insbesondere, wenn man so in den USA dann landet, die Autos, wenn man so aus dem Fenster guckt, die Autos sehen so groß aus, alles ist so weitläufig gebaut irgendwie. Oder ja, auch in Asien, alles ist so tropisch grün und so und naja, egal. Terminalgebäude, genau. Schönen Urlaub, ja, das hätte ich jetzt auch gerne. Ich glaube, ich muss noch einen kleinen Moment warten. Tja, was würde ich jetzt drum geben, hier einfach einsteigen zu können, um irgendwohin loszufliegen, aber na gut. Aber davon abgesehen, so diese Warmwasserziele, ja, die sind sicherlich sehr interessant mal zum Entspannen. Aber ehrlich gesagt, würde ich lieber ein bisschen weiter wegfliegen wollen, als jetzt nur mal eben schnell in den Mittelmeerraum. Was haben wir denn jetzt? 14:45, ja, dann werde ich mal jetzt bald hier auch schon wieder den nächsten Bus nehmen und dann geht es auch schon bald wieder zurück. Ich glaube, wir haben nämlich jetzt hier so langsam, aber sicher alles gesehen. Tja, Leute. Ich werde jetzt mal so einen der nächsten Busse wieder zurücknehmen in die City und damit soll es das eigentlich für heute auch schon fast wieder gewesen sein mit dem kleinen Vlog hier, mit dem Planespotting am Flughafen Kassel-Calden. Auf jeden Fall, für mich ist das toll, weil ich brauche nicht so weit fahren, um Flugzeuge zu sehen. Natürlich muss man das hier schon alles ein bisschen planen, um welche zu sehen, das ist schon klar. Ich persönlich hoffe, dass hier demnächst sich noch die ein oder andere Airline vielleicht mal einfinden wird, um noch weitere Ziele anzubieten. Ich persönlich fände ja Städtereisen, wie schon eingangs gesagt, ganz toll. Vielleicht mal nach London oder, ja, keine Ahnung, es gibt so viele tolle Städte, wo man vielleicht mal irgendwie mal für eine Woche hin kann. Schauen wir einfach mal, wie sich's entwickelt. In diesem Sinne wünsche ich euch nun weiterhin viel Spaß bei meinen Videos auf meinem Kanal. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Also dann, ciao!